Einen wunderschönen guten Abend. Hey, Kleindaki, hey, Dovakin. Und guten Hunger, Dovakin. Was gibt's denn Feines? So, wir haben noch nicht gestartet. Und ihr wisst, ich bin ein richtig großer Pokémon-Fan. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe direkt was zu meckern. Ein weiterer Stück meiner jugendlichen Naivität oder kindlichen Naivität ist gestorben. Ich weiß nicht, ob man es hier drauf sehen kann. Ist ja eine Karte von Kanto. Als Kind hat man ja schon herausgefunden, die MSN, die kann ja eigentlich gar nicht aus dem Hafen raus. Hat man irgendwann dann so abgetan. Ja, mein Gott, das ist halt einfach nur so eine programmiertechnische Begrenzung, whatever. Ja. Schaut euch das mal an, was hier gezeichnet ist. Hi, Flaron. Hier ist der Seeweg der MSN, mit der ihr in der zweiten Generation nach Johto könnt. Hier endet dieser Seeweg. Da ist keinerlei Durchkommen mehr. Super Sache. Jetzt frage ich mich wieder mal, wie kommt man überhaupt nach Johto damit? So, wie geht's euch? Ich habe die Cartridge jetzt drin und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Jupp. Hat's eben schon mal einmal kurz gestartet, ob jetzt Updates oder so kommen. Direkt zu Anfang hätte es sein können, irgendwie so ein doofer Patch. Aber es scheint nicht so. Stattdessen wollte ich mir aber mit euch das Intro nochmal zusammen angucken. Ich habe, wo das Intro kam, dann schnell doch abgebrochen. Ach stimmt, warum mache ich mir das Ding hier eigentlich nicht dran? So. Kuckuck, Evoli. Süß gemacht ist das auf jeden Fall. Ach ja. Welche Sprache? Deutsch. Obwohl, wir können es ja mal auf Japanisch probieren. Du hast schon einen Bisasam und einen Onix gefangen. Oh je, oh je. Dann muss ich jetzt mal schnell aufholen, was? Ja, Spiel starten. Geht das so alles vom Ton? Hallo, schön dich kennenzulernen. Moin, Professor Eich. Herzlich willkommen in der Pokémon-Welt. Mein Name ist Eich. Welche Überraschung. Die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Mittlerweile gibt es viele davon. Ja. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedlich sein. Er sagt hier ziemlich dasselbe wie wirklich schon in den Gameboy-Versionen, ne? Mal was über mich erzählen. Oh. Der sieht echt aus, als hätte er zu lange in der Sonne gelegen, ne? So, voll Sonnenbrand im Gesicht. So. Wie heiße ich denn? Wie heiße ich denn? Geht ja sofort auf Kleinschreibung. Ich wollte gerade wieder zurück. Das hätte ich ehrlich gesagt auch von der. Shinji! Vielen Dank für deinen Resub! Und schön, dass du da bist. Willkommen. So. Wie geht's dir? Cool, auf Onix reiten. Oh. So,
So. Ja. Größten Rivalen. Claron, mit einem R oder mit zweien? Es gibt zwei Namen, die sich jetzt gebunkert wurden, vorhin schon im Discord. Das eine ist Annie und das andere ist Flaron. Flaron hat sich den Rivalen veranschlagt. Wie soll ich dich schreiben? Mit einem R oder mit zweien? Gut, dann schreibe ich so. Ja. Also, ja, also nochmal, ich werde heute versuchen, so weit wie möglich hier drin auch zu kommen. So lange, bis halt irgendwann meine Stimme sagt, es geht nicht mehr. Ich war jetzt die letzte Zeit krank, deswegen kamen ja auch keine Streams mehr. Und ja, im Moment geht's. Mal gucken. Ich bin optimistisch, dass es lange hält. Und wir weit heute kommen. Okay. Kein Trank diesmal da. Ich habe gerade deine E-Mail gelesen, Flaron. Du betrinkst mich hier. Der Tag, an dem wir unser erstes Pokémon kriegen. Was das so sein wird für eins. Ja, habe ich gerade gelesen, Flaron. Ach ja, das kleine, aber feine Alabastia. Ach, muss man wahrscheinlich wieder oben ins Gras gehen, was? Ja, da ist er. Wenn das nicht Luri ist. Ja, erstes Pokémon. Oh. Nein, nein, ich möchte gerne keine Tipps haben. Du sollst die Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst Mugu zählen und einen Pokéball aufwerfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs aus. Halte den Knopf, um Zielen auszuwählen. Okay, hier in die Mitte des Rings. So. Okay, erst zielen, ja.
Alter. Ah, so. Ja, es ist tierisch süß. Aber man muss das erstmal hier ein bisschen draufkriegen mit dem Pokéball werfen. Ich sehe dabei bestimmt echt dämlich aus. Yay, kaum zu glauben, dass dein allererster Empfang war. So. Okay. Ja, ein lebendiger Pokéball. Ich dachte, die heißen Voltoball. Ja, Evoli entwickelt sich zu Voltoball. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Ball hüpft. Dich hat es offenbar ins Herz geschossen. Wie wäre es, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Evo? So. Oh ja. Also, es haben zwar viele gesagt, irgendwie das Spiel wird sich nicht lohnen und whatever, ne? Aber für mich hat sich's jetzt schon gelohnt. Ja, wir sollen was mitnehmen. Kriegen wir jetzt direkt schon den Pokédex? Kein Paket mehr in Alabastia in Britannia holen. Gut, wir haben den Pokédex. Ja, nichts mehr für deine alten Mühlenknochen. Boah, unser eigener Pokédex! Oh Mann, wir werden auf unseren Reisen so viele Pokémon begegnen, das wird super! Kann nicht länger warten, ich mache mich gleich auf die Socken. Das Spiel lohnt sich auf jeden. Gut, danke, dass du nicht spoilern willst. Können wir eigentlich auch wie mit Pikachu in der gelben Generation hier mit Evoli reden? Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz allein gefangen. Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Anni, wirklich niedlich. Ui,
es ist ganz schön lebhaft. Beide werdet jetzt ein. Werdet euch jetzt in euer Abenteuer schützen, habe ich recht? Wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für euch aufbewahrt. Ah, jetzt kriegt man von ihr die Karte, okay. Passt auf euch auf. Kommt auf die Art der Tipps an. So, kann ich jetzt mit Juli eigentlich reden? Ja. Eva? Knopf, Knopf, Knopfenser. Also, Pokébälle hat man hier unendlich viele, oder wie? Ah. Großartig. Nicht unendlich? Fenster, Level 3, Neuspunkt. Okay. Ah, 50 am Anfang. Das ist schon nahezu unendlich. Irgendwie kommen wir denn. Ach, da war was. Im Beutel. Okay, das ist doch eigentlich das Team. Bonbon-Class. Habe ich noch nichts. Klamotten. Outfit. Jetzt ernsthaft? Nein. Ja, ist hier noch 48. Gummibäre. Was bringt die? Lässt sich ein bisschen leichter fangen. Okay. Auf sie! Ich finde die richtig schön animiert. Jetzt. Also an das Ballwerfen muss ich mich echt noch gewöhnen. Lass uns, auf sie wird gefangen. Ah, ich habe Knofenser gar keinen Spitznamen gegeben. Kann ich gar nicht. Noch ein Taubsi. Ja, dann muss ich. Also ich kann ja auch wieder ganz viele wie in Pokémon Go fangen. Ah. Da unten ist auch die Anzahl der Pokébälle. Geht das so auch? Nee. Alter, ich komme nicht ran hier. Ah, doch, so geht's doch. Außerhalb eines Kampfes, okay. Ja, probiere ich gleich aus. Dann könnt ihr euch schon mal für die Gefangenen. Hui! Ah, nee, ist Level Up. Für Nofensa und für Taubsi einen Spitznamen ausdenken. Für die Stärkeren. Also für stärkere Taubsi. Ah, hier, Name ändern. Also, habt ihr einen? Kann ich das jetzt freilassen soll, einfach kann ich das jetzt nicht, ne? Also ihr könnt euch ja was ausdenken.
Ratzfatz! Ah, nicht stark genug. Jetzt. Ja, du kannst ja jedes andere Pokémon sein. Ihr könnt euch gern drum streiten. Nein, bitte nicht streiten, aber ihr Fenster dein Wachstum. Ja, deswegen habe ich das zweite Taubsi auch gefangen. Das war ja in Pokémon Go so ähnlich. Ach so. Ist dasselbe NPC wie in den Dings, wie in den alten. Ah, da. Ich habe die Stufe nicht gesehen. Was hat Evoli da gefunden? Okay, ein Ratzfatz habe ich jetzt hier. Ach Mann. Komm, stell ich auf den B-Knopf. Jetzt ernsthaft? Geht doch. Du wolltest aber nicht jedes andere. Schon wo? Ist schon doof, ne? Okay. Cool. Wir hatten eine Beere gefunden. Ich würde jetzt mal fast darauf. Warte mal. So, ich kenne hier nur den Safari-Park halt. Also auf der Map kann ich jetzt nichts anderes erkennen wie den Safari-Park. LOL? Wird gewartet. Aber ich war. Meine Pokémon sind ja eh nicht verletzt. Gibt's hier keinen PC? Was? Ist doch nur eine Karte hier. Ja. Mich irritiert es ein bisschen, dass Evoli ständig in seinen Ball zurückgeht. Achso, die Box habe ich immer bei mir? Okay. Ja, ich habe Pokémon Go schon ewig nicht mehr auf dem Handy. Ach, das ist dann das hier. Das war einfach nur, das hier ist eine andere Verlinkung zum Team. Und wie komme ich dann in eine Box davon? Naja. Ich immer überrenne. Das mache ich doch gar nicht. Team Rocket. Dieser Weg ist gesperrt.
Nervensäge. Trainerschule, bilde dich. Gehen wir mal rein. Hi, ich bin der neue Musterschüler. Also, liebe Klasse, wo können wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Auf der Tafel und in den Büchern. Ah, ja. Ach so. Ja, der Betrunkene ist nicht mehr so family-friendly mäßig drauf wahrscheinlich. Dann nehmen wir lieber die Banditen. Also muss ich doch nochmal ein Paket zum Professor zurückbringen. Ah, das geht? Cool. Es ist zu faul zum selber laufen. Wie cool ist das denn, Luri? Ist Evoli etwa einfach an dir hochgeklettert? Echt einfach an mir hochgeklettert? Ja, natürlich. Kontakte knüpfen. Sind doch sozial. Yay, andere Pokémon hinter mir herlaufen lassen. Flaron, du bist verfressen hier. Ist einfach so den Pokémon die Bären wegfressen. Augenblick. Ah ja. Endlich geht's an Kampf. Auf geht's, Evoli. So, was kann Annie denn für Attacken hier? Deckel, guten Schlag, ruckzucki, das ist doch gut. Boah, ein Donnerschock. Na, macht aber nicht so viel Schaden. So, und jetzt nochmal. Uff hier. Immer truff. Yay! Fertig haben wir dich gemacht, Flaron. Annie und ich sind unschlagbar. So. Lufensa erreicht Level 5. Taubsi erreicht Level 5. Oh, Windstoß. Flaron wurde besiegt. Ja, Flaron, wenn dein Pokémon besiegt ist, dann bist du es auch. Hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen, wie peinlich. Lass uns das bald mal wiederholen. Jetzt sitzt die ganze Zeit da oben.
Echt süß. Aber immer noch ein sehr faules Evoli, wenn es mir die ganze Zeit auf dem Kopf sitzt.